Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Predrags Ark Adventures. Vorweg erstmal muss ich mich entschuldigen, dass gestern kein Video hochgeladen wurde, weil, naja, ich war down. Ich konnte absolut nicht aufnehmen. Ging es richtig mies, aber heute geht es uns einigermaßen wieder gut. Das heißt, heute machen wir regulär weiter. Jetzt haben wir zwar einen Tag verloren, wo wir potenziell noch Trick-or-Treat-Dinos hätten zähmen können. Aber nun, so ist das nun mal. Ja, wie angekündigt befassen wir uns als nächstes in diesem Video hier mit dem nächsten Hybriden. Und ja, den habe ich schon ins Crafting gegeben. Den gucken wir uns den nochmal an. Das ist der letzte aus dem Tier 1 Karnivoren-Ordner. Also hier Typ 1, ich sage mit Tier. Karnivore, der hier. Da sitzt ein Carnotaurus drin und Elektrophor, so, ja, die Zitterelchen aus dem Wasser. Und der Name ist Photo. Phototaurus ist ein Ferocious. Und von der Beschreibung her gucken wir uns die mal an. A very dangerous hybrid that shares the electric abilities from an eel. The other half of it makes this large monster more reactive than any other large carnivore hybrid. Also das ist ein gefährlicher Hybrid, der die elektrischen Eigenschaften von einem Aal teilt. Und die andere Hälfte von ihm macht den so reaktionär, dass der gefährlicher ist als alle anderen Hybriden. So, vom Prinzip her. Ich gehe davon aus, dass er einen Kanusattel braucht. Einen Extrasattel kriegt er nicht. Deshalb habe ich da schon einen vorbereitet. Genauso wie eine Damage-Injektion. Und ja, dann gucken wir mal. Unsere Taming-Box, die Level-Box ist auch schon vorbereitet. Da sind schon ordentlich Rex-Eier rausgeschmissen worden. Die wachsen so langsam auf. Da packen wir jetzt auch unseren neuen Freund aus und ja, hauen ihn in die Injektion rein, damit die auch hochtickt. Und dann können wir dann sofort loslegen, dass der da schon mal ein paar Level kriegt, bevor wir dann mit dem losziehen, um den zu testen. So, gehabt, also wie gehabt, und das haben wir schon mal so gemacht. Und ich denke mal, das läuft auch ganz gut. Also, ich finde, also meines Erachtens nach hat die Box sich hier schon rentiert, die Levelbox. Ich habe schon ein paar Mal genutzt und ich finde sie super. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Lasst mir dementsprechend Feedback da. So, dann gucken wir mal, wie du aussiehst. Okay, deine Ärmchen sind weg, dafür hast du so Flossen. Alles klar. Und dein Kopf sieht der aus wie vom Dilophosaurus. Vielleicht solltest du uns mal aufhören zu folgen. Ansonsten siehst du relativ aus wie relativ, bis auf ein paar Ausbuchtungen, aus wie ein Kanu, was mir sehr gut gefällt. Ich mag Kanus. Und ja, du nimmst tatsächlich den Sattel. Sweet. Gut, dann hauen wir jetzt noch die Injektion hier rein. Da kann die hier schon mal rumticken. Und ja, in der Zeit werden die Duterichse und Duterinen hier ein wenig größer. Und ja, wenn ihr dann alle gleichzeitig fertig seid, dann können wir loslegen. Ja, Gewicht könnte ein Problem sein. Ich sehe gerade, du hast 433 Kilo Tragkraft. Unsere Eier wiegen schon 400 Kilo. Dann packen wir mal erstmal alle in den Kühlschrank, bis auf einen. Zack, wieder rein. Und eins wieder zurück, weil wir brauchen ja gleich, um dich wieder hochzuheilen, wenn wir dir die 20 Gesundheitspunkte reingedrückt haben. Na gut, ja, jetzt heißt es ein bisschen warten, dann machen wir jetzt hier wieder einen schönen Skip. Und bist auch wieder Mädel geworden. Guck mal einer an. Naja, du gefällst mir auf jeden Fall schon. Optisch auf jeden Fall schon. Meine Farbgebung, ja, da kann man immer mal ein bisschen dran arbeiten, ein bisschen Glück haben, gehört dazu. Weil, naja, die Farbgebung der Dinos ist halt immer random, wie sie rauskommen. Na, vielleicht kriegen wir auch noch eine Shiny-Version. Lass mal gucken, noch läuft der Halloween-Event. Haben wir eventuell noch ein paar Trick-or-Treats hier auf der Map? Ja, ein Trick-or-Treat-Kanu hätten wir. Und ein Pullover. Aber ich glaube nicht, dass wir dir noch nachgehen. So, aktuell läuft zumindest laut Launcher das Event noch, aber dürfte nicht mehr lange laufen. Müsste euch heute auslaufen. Guck mal, da ist ja eine Mutation dabei. So, die Dame ist ready. Das heißt, wir können jetzt auch loslegen und uns Ruckler auffangen. So, wir können also loslegen und sofort die Rechse mümmeln. Rückwärts läuft es schon mal recht langsam. Der Rest läuft so wie ein Kanu. Ja, die Dame wird sich auch definitiv über Namen freuen. Also Namensvorschläge sind da jetzt herzlich willkommen.
Ja, wir können wieder die Wetten abgeben. Wie viele Bällebüppchen kriegen wir denn? Ich habe 80 Eier rausgeschmissen. Bei einem oder anderen wird wohl Zwillinge, Drillinge mit drin gewesen sein. Ich würde sagen, 56 Level kriegen wir. Dann schauen wir mal, ob ich richtig gelegen habe oder nicht. Also, ne, minus den einen Level, den wir jetzt gerade schon haben. Ups, das war einmal zu viel gedrückt. Ja, davon wollen wir mal mit dem Stabulieren anfangen, wa? Okay, 376 Schaden. Ist schon nicht schlecht. Mein, okay, ne? Normalerweise würde er nur die Hälfte machen, weil wir haben ja den Injektionsbooster da drin. Aber das ist schon ein guter Anfang. Ist jetzt auch nur der Linksklick? Ich habe auch keine Ahnung, ob du einen Rechtsklick oder sonst was hast. Das gucken wir gleich draußen, wenn wir unterwegs sind. Erstmal mühen wir uns hier ordentlich durch. Was ganz gut zu klappen scheint. Ich bin zurzeit noch begeistert. Lass die Level purzeln. Wir haben schon 60 Viecher weggekillt. 70. Man sieht ja selber. Okay, die 80 haben wir schon geknackt. Oh, wir sind überladen. Tja, dammit. Wir sind überladen. So ein Muckefuck. Ja, da müssen wir jetzt schon reingucken, wie viele Level da sind. Das sind jetzt schon 53 da. Gib mir das mal kurz. Ich gehe mal kurz an die Konsole dran. Und das Zeug ist hochgeladen. Nice. Tja, das ist ja. Aber noch sind wir mit dem Rad nicht fertig. Wir sind schon bei 90 Kills. Nice. Knapp mal die 100 noch? Wäre ja sweet, ey. So, was habe ich gesagt? 56 habe ich gesagt, wa? Ist ja nicht mehr. Bei 53 hängen wir uns auf. Na, ist okay. Ist ja auch schon was. So, hier kriegst du das auf Fleisch auch nochmal da rein. Dann müssen wir jetzt hier auf 33. Für Gesundheit. So. Dann lass mal gucken. Ausdauer muss definitiv hoch. Gewicht muss definitiv hoch. Ich kann heute nicht definitiv sagen. Fangen wir mal mit Ausdauer an. Ihr kennt ja mein Vorlieben hier für die 3000er-Bereich, dann bringen wir dich da mal vorsichtig hin. Ja, da sind wir schon, das geht ja noch. Dann Gewicht. Müssen wir auch hoch pushen auf mindestens 1000. So, dann haben wir 14 Punkte über. Ich würde sagen, 4 Punkte geben wir in Bewegungsgeschwindigkeit, den Rest in Damage. So, ist auch recht gut angestiegen, muss man sagen. So. Und dann kriegst du dein erstes Ei. Guck mal, wie schön. So, Items sind hochgeladen. Das Fleisch nehme ich dir auch weg. Kriegst du nicht. So. Dann können wir die große weite Welt ziehen. Ich glaube, die 100 können wir hier sogar schon voll machen. Die 100 Kills für unseren ersten Rang ab. Draußen wieder ein Parasterium rum. So, ich sollte das auch passen, mit den Eiern mitzunehmen, dass du das tragen kannst. Jep, das sieht gut aus. Oh ja, die Geschwindigkeit gefällt mir. Sieht ein bisschen cheesy aus, als wenn man so, keine Ahnung, Slapstick-Schwarz-Weiß-Film guckt oder so. Wo die einen auf Turbo machen. 429, okay. Das ist nicht schlecht. Das war übrigens Max Level. Oh, kommt der doch. Guckst du mal. Ne, 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 ne. So ja nicht, mein Freund. Wird dir nicht gestohlen. So, hast du einen Rechtsklick? Oh ja. Oh, cool. Voll gechockt. Hast du eine C? Ja. Okay, voll der Punchback. Kann man auch relativ schnell machen. Ist ja nice. Oh, gucken, hast du ein X? X hast du nicht. Hast du eine Steuerung? Nein. Hast du ein Q? Nein. Hast du ein R? Nein. Hast du ein O? Nein. Okay. Links, rechts und C. Und Rank up. Sweet. Ja, aber sieht nicht so aus, als wenn Damage gestiegen wäre durch den Rank Up. Das ist, irgendwas stimmt da mit dem Rank Up-System nicht. Irgendwas geht da durcheinander. Naja. Aber das Electrocution sah cool aus.
Lass uns mal gucken, wie du dich im Wasser tust. Ach, das sind zwei Sackos hintereinander. Ich dachte, was sieht das da gerade so komisch aus? Das sind mehr als zwei. Oi, oi, oi. Gechuckt. Also der Schocker gefällt mir. Wenn er jetzt noch Topo machen würde, coole Sache. Bist du ein Schwimmer? Du bist ein, nee, du bist kein regulärer Schwimmer. Du machst dich ganz gut im Wasser, aber du hast Taucherflasche. Das disqualifiziert dich als Wassermount. Obwohl deine Schwimmanimation ziemlich dem vom Baryonyx ähnelt. Normalerweise ist Kanu eigentlich ziemlich steif im Wasser. Ändert sich eigentlich nicht von seiner Grundhaltung. Na gut, dann knabbern wir uns mal Richtung 200 Kills hoch. Gucken, ob sich dann was am Damage tut. Mein Level-Up haben wir auch gleich. Von dem her. Ups, 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 fliegt nicht so weit. Das schlägt sich ganz gut, also ich bin begeistert. Geschwindigkeit ist gut hochgegangen, also die Laufgeschwindigkeit. Andere Geschwindigkeit ist da nicht. Normalerweise gehen das auch mal nur so ein, zwei Levelpünktchen hoch. Geboostet haben wir das eigentlich nicht. Wieso willst du unbedingt an unserem Böppes rumnibbeln? Perversling oder was? Kannst du eigentlich jumpen? Du kannst nicht jumpen. Hätte mich auch gewundert. Gechuckt. Also das Baby ist nicht von uns, das ist von dem wilden Kanu hier. Und Level down. Und schön in Damage rein. Sweet. Okay. Gehen wir bei 436. Ja, gut zu wissen. Wenn wir ein Level abhaben, müssen wir gucken, ob da was sich getutet hat. Lass uns nochmal hier den Knockback gucken. Oh, der macht auch Schaden, okay. Okay, das bin ich nicht. Du bist ein Regulärer, du bist kein Shiny oder sonst was. Oh, du bist größer als reguläre Kanus, sehe ich jetzt erst. Holla, du bist ein großes, gutes Stück größer. Du gefällst mir richtig schön flink. Okay, du bist auch gut gestiegen, ne? Haben wir ja schon mal gesagt jetzt, ne? Wait for me. Oh, Max Level. Oh. Geh weg. Geh weg. Oh, geht ja schnell. Die Hälfte haben wir ja schon wieder. Von den Kills. Sweet, sweet, sweet. So muss das laufen. Und wie du steigst dann mit deinem Damage Boost nicht an. Braucht den Mod nicht nur, damit die Dinos einen schöneren Namen dran kleben haben. Ich will eine vernünftige Setzerhöhung haben. Wir wollten doch auch heute auch noch die Reaper und sowas testen. Eieiei, ja genau, eventuell noch. Müssen wir auch noch machen. Gut. Gut, schauen wir mal, wie das hier mit dem Rung-Up-System hier läuft. Ob das heute wieder versagt oder ob das läuft. Noch ein Voltron? Über die Mikroraptoren. Geh weg, 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 geh weg. Ja, geh weg, 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 geh weg. Come on, Derp. Get down. Thank you. Oh, ah ja, gesagt, warum bist du denn so komisch hier? Oha, 108 Schaden drückst du uns noch rein. Alter, das ist ein ordentlicher Batzen. Dafür, dass wir einen überragenden Sattel anhaben, hochgepowert ohne Ende. Aber dafür kommt ja schön der Destroyer hier. Ja, an dem Brutzelpower. Wow, ein 300er hin.
Ja, könntest du dann mal richtig gefährlich werden hier. Du bist wenigstens mal schön aggressiv, nicht so wie die letzten paar Destroyer. So muss der laufen. Ist nur nicht abhauen. Hey, Beschiss. Och nö. Wo müssen wir jetzt hin? Hat der Puff gemacht, weg war er. So was soll aber nicht passieren. So sieht interessant aus. Ein super Destroyer Fighter macht einfach Puff, weg ist er. Das ist doch nicht, das ist nicht in Ordnung. Hängt da drin, wie ist er weg? Ja. Warte, wo rennen wir eigentlich hin? Das ist mal. Oh, das ist ja das Gewand. Da müssen wir da übersetzen. Mach mal nicht die Welle, ja. Geh down. Get down. Get down. Come on, come on. Ich will doch nur schön Kills. Guck, die machen nicht Puff. Die lassen sich ganz normal killen. Das ist, so muss das sein. Waren powerful. Gibt's hier was zum Prügeln? Nicht viel. Mit unserem Topo mal so ein bisschen aufpassen. Ey. Oh, gut gestiegen hier. Das war lecker. Ja, hier wird nichts gestohlen. Da kommt noch einer zum Klauen. So ja nicht, mein Freund. Komm, get down. Ach, hier liegen zwei Kugeln rum, deshalb nimmst du so wenig Schaden. Bye bye Megalania. Operatoren nehmen wir auch noch mit. Das dürfte schon fast Richtung. Ja, 200 Kills sofort kommen. Sweet. Oh, der sieht schön aus, der Kentro. Schmeckt auch gut. Zehn Kills noch. Schaffen wir die noch oder schaffen wir die nicht? Also schon wieder drei Kills weiter. So, ja, mit euch will ich nicht den letzten paar Kills holen. Lass uns mal hier übersetzen und Ausdauer sofort verbraucht. Dann lass uns mal normal laufen, damit die Ausdauer ein wenig hoch geht, müssen wir nicht die ganze durchsprinten hier. Du regenerierst langsam. Guck mal, bei Echo. Ui, das haben wir gekriegt, okay. Den ganzen Powerful und hast du nicht gesehen. Ich sag ja, da gibt regulären Loot-Drop-Loot. Wenn man die umwetten wegnatzt. Guck mal, so viel Fleisch brauchen wir gar nicht bei dir rumtragen. Ich schmeiß alles raus, nur nicht das Fleisch. Warum auch nicht? Können wir ja mal machen. Das ist, wenn der Scheiß jemand so blöd nachrückt. Ja. So, du wirst die 98, du wirst die 99. Dann können wir mit den Allosaurier. Wie 100, 200 voll machen. Du bist sogar ein Elite-Steg. Das heißt, du gibst wieder extra Loot.
haben wir gekriegt. Ein Dino-Gate und Kompass. Irp. Ah. Warte mal, wenn ich euch jetzt mit C wegstoße, seid ihr dann, seid jetzt einer von euch wenigstens frei. Blöd, Cerberus klotzt zusammen. So, wie viel Schaden haben wir so gemacht? 436 oder sowas lagen wir, ne? Ist klar, dann lass uns hier irgendwas nicht made boosted hier suchen, darauf rumnibbeln und dann mal gucken, wo wir jetzt liegen. Oh, weh, da haben wir keinen großen oder überhaupt keinen Push gekriegt. Dann ist aber hier da. Ne? Hat Sodom und Gomorra wieder geöffnet, du. Ey, Kollege, komm mal hier rüber. Ja, 436, da hat sich 0,00 gar nichts dran getan. Das ist doch scheiße. Wieso funktioniert der Ring-Up-Mod nicht immer? Ist da irgendein anderer Mod, der dazwischen haut? Muss ich dich von der Prio höher schrauben? Oder ist das mit dem Stat-Boost wirklich nur so, dass ein Random-Stat geboostet wird? Das wäre richtig scheiße. Weil von der Beschreibung her ist es nicht so. Von der Beschreibung her ist es einfach alle Stats hoch um 25%. Mal geht's nicht. Merkwürdigkeiten. Irgendwie ist auch ein besonderer. Gib mir dein Zeugs. Medium Kopfblock und Co. Da bin ich ein wenig enttäuscht. Wenn das mal wieder heute nicht klappt. Hallo. Ach, würdig sind scheiße. Müsst ihr denn euch immer einkugeln? Du bist Max Level. Komm hier. Ich hab. Cool, ich kann voll dich, mach dich weg, ey. Uha. Die Dorn tun doch auch nicht weh. Dann kriegen wir denselben Schaden zurück, obwohl mit unserem tollen Sattel. Ja, du bist auch. Wasserbird. Sogar zwei hintereinander. Ja, aber fällt dir irgendwie voll die Schwerter am Schädel. Oh mein Gott. Geht doch nicht. Fällt mir gerade mal ein, wir könnten ja mal bei den nächsten Agentarwissen gucken, ob unser Geblitzding, voll der Raubzug hier, für den nächsten Wasservogel da, den ich nicht ins Tage krieg, ob unser Geblitzdingsel da nicht irgendwie auch Flugeinheiten grounden kann. Ist das was Besonderes? So leuchtet so. Heb mal ab. Heb ab. Ja, sieht so aus, als wären wir dich auf den Boden gezwungen hätten. Ha. Das ist cool. Hat eine relativ kurze Ablenkzeit nur. Wenn es mal haarig wird, mal kurz den Gegner stunnen. Stellen ins Inventar ein Ei reingedrückt. Warum nicht? Jeder für Potenzial oder für einen Bosskampf. Okay, da kommt meistens die Bosse gegen sowas wie Moon. Aber theoretisch. Ganz nett. So, was haben wir denn schon wieder an Zeugs aufgesammelt hier? Nichts Berauschendes, außer das hier. Der Sattel ist ganz nett. Komm, kriegst mal alles hier rein.
Tja, ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich Sinn macht, heute noch großartig mit dir weiter Ringe zu holen oder geschweige denn mit was anderem. Weil, wenn er mit dem Rangab nicht richtig funktioniert, richtig pointless, ne? Macht überhaupt keinen Sinn dann. Ups, guten Tag. Ja, ich kann dich auch grounden. Geil, wir waren grounden. Nice. Wenn wir es nicht so festgehangen hätten, wäre das auch noch schöner gewesen. Komm hier. So, wir sind danach können wir dann ein paar Sekunden können wir uns dann zwar nicht bewegen, aber ist okay. Spielen wir halt ein bisschen mit den Poison Whiffs hier rum. Kein Problem. Okay, sobald der Blitzeffekt weg ist, also solange der nicht mehr castet. Wenn er nicht mehr castet, dann sind die Gegner auch schon fast wieder frei. Aber das macht nichts. Trotzdem ganz nützlich. Spino. Oh, geblinzdingstel. Electrocuted. Mann, da macht aber auch ordentlich viele Blitzattacken Schaden. Dingsblinz da drauf. So ein Gras. Die ganzen 300 irgendwas Ticks da. Mindestens 4-5 Stück kriegt er locker dahin. Sweet. Also langsam ist er ziemlich vollgeladen. Lass uns mal gucken, dass wir hier ein wenig über Bord, was nicht so ganz so Prio hat. Das können wir umwandeln, zerbröseln. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, da, 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 da. Ja, das will ich hier umwandeln. Das behalten wir nochmal am Mann. Aber das kann er weg und das kann er weg und das kann er weg. Und das kriegst du ja gute Fleisch und das noch und das noch. Und good to go. Weil du wirst schon langsam richtig fett, ne? Also ich gebe dir nochmal eine Chance beim nächsten Rang ab. Wenn sich da nichts damage-technisch tut, dann ist, ne, bin ich nicht von begeistert. Come on, Barbirotz hier. Von der Barbirotz-Strand. War da nicht noch, wollte ich gerade sagen, da war doch gerade noch ein saures Strike. Wo ist denn das hin? Ein angepieselter. Aber an sich gefällt mir die Dame. Also, die macht ordentlich Spaß. Schön flink. Hat nette Fähigkeiten drauf. Ein Kanu als Grundmodell. Kanu. Ich warte mal, Kanu. I don't know. Nur ja, meine körperliche Fitness und dass du nicht Rang ab vernünftig machst, verliert mir da gerade so ein wenig die Aufnahmelaune. Aber ist egal, da powern wir durch. Das machen wir schon irgendwie. Kann ich immer gute Laune haben. Zup, zup, zup. Armer Moshop, da hat uns nichts getan. Come on. Braucht nur noch ein, zwei von euch hier, so 50 eigentlich noch, aber jetzt schon. Jeder schlägt für viel erkannt, auch seine Nebenmann. Da, die dumm, ich klatsch euch alle um. Obwohl die Stegos ziemlich lange dauern, da habe ich keinen Bock drauf. So nicht, nee. Heute machen wir uns nicht die Finger blutig am rumklicken da. Eine halbe Stunde, bis das Ding tot ist. Nee.
da sind wir über. So was machen wir nicht mehr. Das ist unter unserer Würde. Oh ja, so ein Raptor-Gang ist natürlich besonders hilfreich. Geht schön Kill-Count hoch. Ihr habt nichts drauf. Davon hätte ich gerne noch ein paar mehr. Ah, ihr seid ein Mikro-Raptor-Gang, ne? Ja, sorry. Ich hab's mir anders überlegt. Geht weg. Schneller, ich bin schneller. Es holt langsam auf. Oh mein Gott. Hat nachgelassen. Ich hasse die Dinger. Oh, Puppet, was bist du für ein Level? Und Speiglasse ist ein bisschen komisch hier drauf. Nee, der dauert auch zu lang. Die halten auch einiges aus. Das sind nervige Dudes. So. Nice. Dann war doch immer da vorne auf den Klippen so eine Ecke, wo alles Mögliche immer dran hängen bleibt. Da könnten wir mal ordentlich reinnibbeln gehen. Alright. Steigt. Alright, steigt. Keiner Poet heute, ne? Come on. Du stehst meinem Killcount im Weg. Get down. Nice. Schon besser so. Ja, reguläres Level-Up dürfen wir auch gleich wieder haben. So sweet. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen still bin, aber erstmal haben wir sofort den Rang ab. Ja, ich bin gerade überlegen, woran das Loch liegen könnte, wieso das mit dem Rang ab nicht vernünftig läuft. Auf der Mod-Seite habe ich da bis jetzt noch nichts in der Hinsicht gefunden. Weder Beschwerden noch irgendwas dazu halt. So, dann gucken wir mal hier. Mach mal Rang ab. Danke. So, ihr seid bestimmt alle Mate-Boosted, dann will ich euch mit euch gar nicht testen, gucken, tun. Der Dilo, der tut's. Und immer noch 436, da stehen sie hinten vorne nicht. Jede zweite Aufnahme will das Ranking-System und nicht vernünftig abranken. Das ist ein Downer. Das ist echt ein Downer. Na gut, so ist das nun mal dann halt, nicht? Weil denn, dann ausgetestet haben wir den soweit nämlich hier die Dame schon ganz gut. Ich mag dich sogar lieber Draco Viranus. Das heißt, den Draco Viranus, den werde ich jetzt, glaube ich, wahrscheinlich erstmal zu unseren Hybriden stellen. So, guck mal, da kommt alles bei mir. Und mit dich werden wir im Inventar lassen, für wenn was los ist. Das nehme ich auch noch. So, der Rest kann über Bord. So. Und du gefällst mir richtig gut. Da hätte ich gerne einen Namen für. Wie gesagt, ne, dafür seid ihr zuständig. Noch haben wir ordentlich was mit der Season vor. Da sind wir noch lange nicht Richtung Ende. Also noch lohnt sich, Namen zu vergeben. So, denn ab nach Summon. Diesmal haben wir jetzt, ne, vorgesorgt, den Dino vorher eingepackt, dann nimmt er nicht wieder in der Decke hängen. Wie irgend so ein schlauer Meier das schon ein paar Mal hingekriegt hat jetzt mittlerweile. So. So sind wir hier halt im Bogen versunken.
Achso, ja, alles, was hier übrigens am Werkbank und sowas steht, ne? Das war alles von Dinos, wilden Dinos mit Rang, die ich gekillt habe. Und dementsprechend haben die das dann als Loot gedroppt. Ich sag, komm, soll der Geiz. Wenn wir das eh schon haben, können wir das auch dahin stellen. Ob wir nutzen oder nicht, ist eine andere Sache. Who knows? Vielleicht tun wir mal irgendwann mal damit. Wie gesagt, die Season ist noch ein wenig. So, dann können wir dich nämlich jetzt hier stehen lassen. Brauchen wir dich nicht mehr. So. Dich braucht man nur noch für Bossfights dann. Ja, fress dich mal satt. Futtertrog dürfte noch recht voll sein. Dürfte doch, oder? Ja, ist okay. Komm, kriegst du hier das Fleisch noch da rein. Brauchst du? Schwefel hast du auch satt da drin. Das ist in Ordnung. Hier sollte eigentlich alles grundversorgt sein. Beeren sind drin. Chitin, also hier, dort, ja, Chitin ist drin. Fisch ist drin. Fleisch ist drin. Superfleisch ist drin. Stein ist drin. Faultfleisch ist drin. Schwefel ist drin. Kuchen sind drin. Mal müssten sämtliche Dino-Varianten, Fressvarianten abgedeckt sein damit. Ja, nee, Element fehlt da noch. Aber wir haben nichts Ferox-mäßiges. Noch nicht. Joa. Was machen wir denn dann noch? Versuchen wir mal. Ja, komm, machen wir Trick or Treats. Die letzten, die da noch auf der Map sind hier. Piper. Oviraptor, der ist neu drauf. Haben wir irgendwas in der Nähe? Enraged. Fierce, Ektoplasma, okay. Trick or Treat Polovia. Alles da hinten, ey. War da nicht noch ein Blackheart? Ah ne, das wird jetzt. Ja, der Kryogor, das hatten wir aber schon. Ich denke, dachte, da wäre noch ein Blackheart gewesen. Ha. Ne, war hier nicht gerade noch ein Trick or Treat? Oh, ja, Oviraptor, da wollte man sagen. Also irgendwie 2820, wo können wir denn da am besten von teleportieren? Mal gucken. 2820 von dir oder von da? Ah, ich gehe von da aus. Da war auch schon länger nicht mehr. Ach, da habe ich immer noch keinen Teleporter hingepackt. Guck mal, hätten wir da letztens einen hingepackt, als ich die Hütte da wieder gesehen habe, dann wären wir wesentlich schneller hier gewesen. Oh, warte. Du bist da. Danke. Haben wir dich im Maul? Wir haben dich im Maul. Gut. Da können wir nämlich sofort ein Quetzei reindrücken in unserer Taming-Box, wenn wir dich da ausgenockt haben. Und dann gehörst du uns. Warte, wir haben auch ein paar Giga-Eier. Ein paar hat unsere Dame schon fallen lassen. Das geht noch besser. War doch richtig, weil Giga ist das Beste, was du kriegen kannst, wa? Giga, ja. Wait kurz for me und dann. Na, wieso machst du dann immer so. Wenn du einmal Sprung nach vorne hast, du. Oder Tech-Anzug. So, hier war doch schon. Da, ein Giga-Ei. Danke. Wir haben noch nicht mal das Männchen und die Dame haut Eier raus wie sonst was. Ich bin begeistert. So, aber wir brauchen noch ein Blackheart. Du gibst uns ja jetzt ein Blackheart. Hast du uns ja versprochen. Na, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. So, schön stillhalten. Ich versuche mal einen Headshot. Boing. Das war ein toller Headshot. Der hat super geklappt. Boing. Perfekt. Bist doch passiv, ja, K.O.-Tame, so. Hier, wohl bekommst. Ich, ach, warte mal, ihr braucht mal so lange, bis ihr da Hunger habt, ne? Komm, hier, wir haben doch genug von den Kugeln. Hier, haus rein. Und, was bist du denn geworden? Ein Trodon! Fucking Trodon. Na, man kann nicht immer Glück haben, aber ein Pumpkin-Trodon, ja, okay. Hätte ich mir gar nicht die Mühe machen müssen, euch zu 10 blöden Dingern, damit wir meine blöden Trodon-Eier kriegen, ey.
Na gut. Dann lass uns doch mal den Kanu noch machen. Dann lass uns doch noch mal den Kanu machen. Gehen wir erstmal wieder zu Last. Von da aus. Über da war ja alles da hinten in derselben Ecke. Müssten wir eigentlich da irgendwo sein. Ja, müssen wir wenigstens ein bisschen. Ne? Da müssten wir eigentlich von der letzten und von dieser Folge dann zusammenschnibbeln, dann haben wir doch noch 100 Special. Nee, nein, wo ist da? Volcano Plains 2854. Da könnten wir uns doch besser nach Volcano teleportieren. 2854. Da können wir besser wieder mit Karte machen. 2859 sind wir da. 28. 54, 28, 54. Ich muss das immer wieder wiederholen, bis er bei mir sitzt. Die Richtung müsste es da wahrscheinlich sein. Erstmal 28. Ja, und dann 54. Ja, ist die Richtung. Ja. So, den Kurs bitte halten und nach dem Kanu-Ausschau halten. Sollte ja nicht allzu schwer sein. Das ist ein Small Dragon. Das ist noch ein Small Dragon. Das ist ein Gottling. Sofort müsstest du hier irgendwo rumspielen. Ich glaube da. Jupp. Sogar 180er. So, dann wirst du so ein Feuergottling, wirst du. Ich hab dich. Ui, das ist ein Akuma. Da, guck mal, ein Akuma. ja, ich denke mal, da müssten wir dann mit der Armee von Blackhearts dran gehen. Um bei dem Diablos dann eine Armee von diesen Feuergottlingen. Gehe ich stark von aus, dass das so funktioniert. Taming Pan. Hat sich auch schon mehr als bezahlt gemacht. Wie gesagt, du wirst ja so ein Feuergottling-Dings da. Oder? Oder was wollen wir dich werden lassen? Wie wär's mit männlichen Giga? Komm, wir sind männlicher Giga. Gerade unentschieden, wir sind männlicher Giga. Wenn du mit uns spielen willst. Ich weiß nicht, was du versuchst da zu nibbeln, aber soll mir recht sein, jetzt haben wir dich nämlich ganz schnell K.O. Sweet. Du brauchst vier von den blauen. So, gib mir einen zurück. Da so ein Bällchen rein und lass pushen. Pushen, pushen. So, gib mir männlicher Giga. Fast. Das ist wieder ein Hybrid. Terroraptor. Okay. Sieht interessant aus. Sieht fast aus, als wenn da so ein Laubgefieder an hätte. Naja. Irgendwann lege ich nochmal richtig. Nee, lege ich nicht, weil dann ist vorbei. Das ist letzte Chance heute. Haben wir da noch was? Taser, Tiger, ich will nicht Polovia. Nee, Polovia will ich nicht. Die sind nervig. Wenn der einmal aus dem Boden raus ist, dann ist der letzte, der da ist. Ja. Koordinaten hast du natürlich jetzt nicht geguckt. Hast du geguckt, wo er rumhängt, wa? Oh, was haben wir denn da? Ein Wallerock. Guck mal einer an. Ich sag doch, laufen welche rum. Wo ist denn jetzt an 31? Das ist auf jeden Fall 39. Da müsste 31 die Richtung sein. Du bist. Ach, da! Ja, okay. Da hängt er. Komm, ran hier, irgendwie ein Wölfchen. Damit wir uns von dem Pullover-Tier anspringen lassen können. Alles klar. Boing.
böser Agentar bist. Oh, das geht so in die Hose, wa? So, du brauchst 4 Regulatien. Alles wackelt hier, blöder Gorilla. So, du wirst so ein Gorilla, so. Guck mal, der Agentar ist schön lange ausgenockt bleibt hier noch. Eingenettet sein. Du bist kein Gorilla geworden. Du bist ein Mikroraptor geworden. Ja, okay, haben wir wieder neue Schulterbett. Ja, warum nicht? Ah, super, ey. Also dieses Jahr haben wir dann bei dem Event immer hundertprozentig daneben gelegen. Na super. Bin ich schon deprimiert genug mehr. Naja, so ist das nun mal. Vielleicht haben wir ja nochmal. Nö. Enraged, people. Da kommen jetzt zurzeit wieder viele Enraged. Das hat aber auch mal so Phasen, wo was kommt. Ja, wenn nicht. Tja. Oh, du siehst cool aus. Du siehst ja mal richtig cool aus. Leider suchst du, hast Low Level und wir sind nach Vanilla-Viechern gar nicht auf die Suche. Hast du Pech gehabt? Musst du nächstes Jahr nochmal wiederkommen? Vielleicht haben wir dann eine Vanilla-Serie oder so. I don't know. Maybe. Could be. Je nachdem, wie das Feedback von der Community da aussieht. I don't know. Sprechende Menschen kann geholfen werden. Geholfenen? Geholfen? Ah, du bist ja weit weggeflogen. Ja, ghoulisch. Ja, genau. Du kannst aufhören, mir zu folgen. Ist kein Problem. Siehst cool aus. Ja, ich werde dich erstmal ein bisschen mit als Schulterpad benutzen. So, nachdem unser Monkey dran glauben musste, wir hätten noch ein Jibbo oder sowas nehmen können, aber. Sollen wir unseren Hydrated mal eine Zeit lang wieder benutzen? Ja, lass uns den Hydrated eine Zeit lang benutzen als Schulterpad. Ich meine, dafür sind die ja da, dann sollten wir es auch nutzen, wa? So. Ich habe noch keinen Plan, was wir in der nächsten Folge machen. Ich werde erstmal ein bisschen rumsearchen, ob ich irgendwie noch einen Hinweis darauf kriege, was mit dem Counter-Mod da los ist, mit dem Rang-Mod. Wieso der denn da nicht vernünftig Sets vergeben will. Vielleicht weiß ich nächste Folge mehr. Wer weiß. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn ich heute noch ein bisschen down bin, von wegen gestern. Falls euch das gefallen hat, ne, lasst mir ein Like da, haut Namensvorschläge für die Dinos in die Kommentare rein. Und wenn ihr nicht schon längst habt, lasst ein Abonnement da, würde mir mega weiterhelfen. Schon schwer zu sprechen. Dann macht euch schon mal so langsam, aber sicher Gedanken, welchen Mod wir denn für Dezember dazu packen können. So, ich fange bald wieder an zu nerven. Macht euch da schon mal so Gedanken oder so. Na gut, ich lasse mir mal was einfallen, was wir nächste Folge machen können. Und ja, ich würde sagen, bis dahin war es das erstmal. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, gebt der Gas und habt Spaß. Und tschüss.